Gude und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und an einem verregneten Oktobertag, es ist Oktober, genau, kurz vor November, quasi Halloween könnte man sagen, sitze ich hier beisammen mit Marina Zeyertz. Gude, Marina. Hallo Thomas. Unfassbar, wie du immer deine Podcast-Stimme hier auspackst. Für alle da draußen, die sich fragen, spricht der Thomas immer so? Nein, er wirft hier total seine Radio-Podcast-Schmeichler-Stimme an. Überhaupt nicht. Natürlich rede ich immer so. Deswegen gucken die an der Kasse auch immer so lustig, wenn ich was bestelle. Marina, heute 30. Oktober, morgen ist Halloween. Als was gehst du? Als Cruella de Vil. Cruella de Vil. Vielleicht für die, ja, was sind das denn jetzt? Die älteren Hörer, die älteren wissen es vielleicht, die jüngeren Hörer, wer ist denn Cruella de Vil? Welche Personal Brand ist das? Welche Personal Brand? Eine ganz böse. Eine ganz dunkle. Eine schwarz-weiß gepunktete Personal Brand. Mhm. Mit rotem Lippenstift. Erklär doch mal, was macht man, woher kennt man die? Oder auch nicht? Aus 101 Dalmatiner. Ja, genau. Das war die Böse, die wollte die Hunde schlachten, ne? Ja. Ja. Und daraus einen riesigen Pelzmantel machen. Und warum? Ich weiß nicht, ob ich die Antwort hören möchte, aber warum hast du dich für Cruella de Vil entschieden? Weil sie meiner schwarzen Seele entspricht. Ah, sehr schön. Gut, das wird vermutlich die letzte Folge sein. Wenn ihr nichts mehr von mir hört in den nächsten Wochen, wisst ihr Bescheid. Marina war's. Als was gehst du denn? Vielleicht gehst du als etwas Krasseres. Nee, nicht krasser, aber auch eine Filmfigur. Ich werde als Goose gehen. Goose, lieben die Millennials, und sagt das vielleicht noch was. Das ist der Kollege von Tom Cruise in Top Gun gewesen. Also für Tom Kampfpilot. Cruise hat es nicht gereicht, oder warum nicht Tom Cruise direkt? Aber ich bin größer als Tom Cruise, hast du den mal gesehen? Oh, schön. Ich bin schöner, größer und besser. Hat Tom Cruise einen Podcast? Ich glaube nicht. Okay. Du schlägst ihn um Längen. Genau. Also ich gehe als Kampfpilot und dann werden wir hier morgen mit unseren Kids, mal gucken, ob beide mitmachen, ein bisschen die Runden machen. Aber ich glaube, hier in Nordfrankfurt sind viele, viele Kürbisse aufgestellt. Das wird, glaube ich, eine lustige Sache. Sehr schön. Genau. Worüber wollten wir noch sprechen? Du, irgendwas mit Corporate Influencer. Irgendwas mit Corporate Influencer, genau. Und weil das so ein spannendes Thema ist, machen wir da zwei Folgen draus. Nämlich heute reden wir darüber, was passiert, wenn Corporate Influencer das Unternehmen verlassen. Und in einer der folgenden Episoden werden wir nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, was sind denn die Erfolgsfaktoren für Corporate Influencer Programme. Wir dürfen nämlich in diesem Jahr bei Schaffensgeist einige Unternehmen dabei begleiten, das ist einige, ziemlich viele, dabei begleiten, diese Programme aufzusetzen, umzusetzen, zu verbessern. Und da werden wir ein bisschen unser Wissen mit euch teilen. Deswegen gerne jetzt den Podcast abonnieren, dann verpasst du auch die kommende Folge nicht. Vorher noch. Zwei Ankündigungen, wichtig, wichtig, Kalender rausholen. 1.12., das ist der 1. Dezember, findet LinkedIn Like a Boss statt. Das ist unsere Masterclass zusammen mit Richie Pettauer und Britta Behrens. Wir werden darüber sprechen, über Personal Branding, über Social Selling, über Storytelling, über LinkedIn Hacks und Neuigkeiten, alles was du brauchst, um dein LinkedIn Game auf das nächste Level zu bringen. 1.12. LinkedIn Like a Boss. Der Link zur Anmeldung ist bei mir auf dem Profil oben angepinnt. Und dann haben wir noch? Und dann haben wir noch das nächste Signature Brand Event, nämlich dann, wenn wir Lebkuchen und alles schon längst beiseite gelegt haben, nämlich am 22. und 23. Februar. Das erste Event fand in diesem Jahr statt und das Feedback war sensationell. Von daher haben wir gesagt, das bestärkt uns darin, ein zweites zu machen. Das ist gerichtet an Top-Vorstände, an Top-Manager und an Leute, die eben sagen, ich möchte an meiner Außenwirkung arbeiten, weil ich einfach das Gesicht des Unternehmens bin, weil ich das Unternehmen gut repräsentieren möchte, aber auch, weil ich meine eigene Wirkung verbessern möchte, meine Außendarstellung. Und da geht es um Themen wie natürlich Personal Branding. Da geht es um Themen wie LinkedIn, es geht aber auch um Themen wie Bühnenpräsenz, um Storytelling und stilvolles Auftreten. Also wirklich das rundum Auftreten als Person. Und als Bonus gibt es auch noch lecker Essen und ganz tolles Networking. Ja, nämlich mit anderen Top-Managern und Managerinnen. Genau, also nicht verpassen, 22. und 23. Februar live in Frankfurt. Wo genau sagen wir euch dann, wenn ihr euch angemeldet habt? Wo kann ich mich anmelden, Marina? www.schaffensgeist.com/signature.
Sagst du noch www? Ja. https://www. Schaffensgeist.com. Ich dachte, ich bin hier der alte Knacker. Tut mir leid, das gehört für mich einfach dazu. Das ist süß. Ein Traditionalist. Wir haben neulich nochmal unsere Myers-Briggs-Tests gemacht auf 16personalities.com und haben festgestellt, du bist nicht akkurat, du bist was? Ein Debater bist du. Jetzt verrat mich doch nicht. Thomas. Entschuldigung. Und was bist du? Was war ich denn? Commander? Ich glaube Commander. Commander, oder ja. Oder Captain? General? Kampfpilot. Ich war Goose. Genau. Ich war der beste Freund von Tom Cruise. Denn der hat keinen Podcast. So, schreib uns gerne in die Kommentare, was du warst in dem Myers-Briggs-Test auf 16personalities.com. Okay, 6 Minuten verschwendet, wunderbar. Oder gut investiert, besser gesagt. Corporate Influencer. Was passiert, wenn sie das Unternehmen verlassen? Vielleicht sagen wir erstmal, es gibt 2 Arten von Corporate Influencern. Die einen und die anderen. Marina, welche Arten haben wir da? Also rein von der Ausrichtung her, wie man mit Corporate Influencer umgehen sollte, sollte man mindestens 2 Gruppen unterscheiden. Zum einen die in Anführungszeichen einfachen Mitarbeiter, die nicht in einer Top-Management-Funktion sind. Und dann gibt es natürlich einmal die Vorstände und vielleicht 1, 2 Level drunter, je nach Unternehmensgröße. Da muss man einfach nochmal wirklich einen Unterschied machen, weil die einen viel stärker das Unternehmen nach außen hin repräsentieren. Die haben auch nicht diesen Welpenschutz in Anführungszeichen, den man vielleicht als einfacher Mitarbeiter noch eher hat, sondern da muss wirklich sehr genau hingeschaut werden, genau durchdacht werden, wie sieht das aus mit der Positionierung, weil auch einfach die Presse viel stärker drauf schaut und man auch von Vorständen ein anderes Auftreten, andere Themen erwartet, viel stärker erwartet, dass sie beispielsweise auch sich zu gesellschaftlichen Themen äußern. Und deswegen muss man da nochmal, ja, wirklich unterscheiden. Ja, und deswegen werden diese Menschen ja auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, betüttelt, betreut von Corporate, unterstützt könnte man sagen, von Corporate Communications, von Presse oder von Menschen wie dir. Richtig. Die anderen, also die Experten, die mittleren Manager, auch die, oftmals sind die schon Corporate Influencer, weil es gibt ja schon immer Leute, die über das Unternehmen gesprochen haben, nur nicht zwingend auf Social Media. Und das ist tatsächlich ein Trend, der in den letzten 1, 2 Jahren so relativ populär geworden ist bei vielen Unternehmen. Was beide Gruppen eint, sind, dass es eine Reihe von Vorteilen gibt. Vielleicht gehen wir auch nochmal darauf ein. Vielleicht können wir es ein bisschen abwechselnd machen. Den größten Vorteil, den ich sehe, und das ist auch der Grund, warum die meisten Corporate Influencer-Programme gestartet werden, ist mehr Employer Branding. Das heißt, ich will in der Außendarstellung mein Unternehmen attraktiv darstellen. Ich will mich sichtbarer und nahbarer machen für potenzielle Bewerber, damit die bitte zu meinem Unternehmen kommen und einfach eine schöne Ergänzung in meinem Kommunikationsmix, wenn ich Fachkräftemangel habe. Absolut. Nächster Vorteil, und das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wer man ist, wenn man einmal ein großes, bekanntes Unternehmen ist, sagen wir mal Mercedes, dann... Mercedes. Gehst du jetzt auf diesen TikTok-Trend ein, oder was? Achso, mit dem... mit dieser TikTok-Influencerin, dann... Dieses ASMR gemacht hat, ne, mit... war das, Rolls-Royce? Nee, Bentley. Die hat das mit verschiedenen gemacht. Die hat sich dann reingesetzt in dieses Auto und hat dann so mit ihren Fingernägeln oder so da drüber gestrichen und dann Mercedes oder so. Rolls-Royce. Ich weiß nicht, ob das hier beim Mikro... Ich lasse es mal jetzt lieber. Es ist sehr seltsam. Ja, müssen wir auf TikTok suchen. Ich finde diesen Trend ASMR auch immer noch nach wie vor sehr komisch. It's weird, isn't it? Ja, dieses Akustik... Ding da, was sich anscheinend total gut für die Ohren anhören soll. Ich finde es teilweise sehr, meine Ohren finden das teilweise zu intim. Du kannst es leiser machen. Trotzdem, ich finde es, da sind mir die Leute ein bisschen zu sehr im Ohr. Okay, lassen wir mal so stehen an der Stelle. Nein, aber also, was ich sagen wollte. Mercedes. Du bringst mich auf ein Konzept schon wieder. Ich weiß, entschuldige. Halt dich mal zurück. So, wenn wir einmal ein bekanntes Unternehmen haben wie Mercedes, dann geht es vielleicht eher darum, die Marke nochmal mit bestimmten Sachen aufzuladen. Es geht um Reputationsmanagement oder es geht darum, hey, wir wollen uns jetzt nochmal neu ausrichten und vielleicht sogar gewissermaßen ein Rebranding vornehmen oder neue Produktkategorien einführen. So, da ist das Thema Sichtbarkeit und Reputation und
ja wirklich das ganze Thema Branding im Vordergrund. Auf der anderen Seite, wenn ich ein weniger bekanntes Unternehmen, eine weniger bekannte Marke bin und ich bin vielleicht ein Weltmarktführer und sitze irgendwo in Baden-Württemberg, aber niemand kennt mich, dann geht es vielmehr erstmal um das Thema überhaupt Bekanntheit. Und dafür zu sorgen, dass die guten Talente, dass potenzielle Kunden und so weiter mich überhaupt erst auf dem Schirm haben. Ja, und das ist wirklich ein Riesenunterschied, den wir wahrnehmen bei den guten deutschen klassischen Mittelständlern, oftmals Maschinenbauern, ingenieursgetrieben, die sich mit dem Thema Marketing allgemein und halt damit leider auch Corporate Influencer so ein bisschen schwer tun. Denn oftmals ist halt da der Top-Manager, der Gründer oder ein Nachfolger des Gründers von Familienbetrieben. Und unserer Erfahrung nach ist es selten, dass die dann auch eben quasi sich in dieser exponierten Rolle sehen, um dann eben das Aushängeschild oder Sprachrohr des Unternehmens zu sein. Zumindest in der Öffentlichkeit. Ja, es ist immer noch so diese Wahrnehmung von ehrbarer Kaufmann und wir sind sehr down to earth. Understatement, genau. Das ist da sehr stark im Vordergrund und sich dann auf einmal auf Social Media zu zeigen, ist sehr, sehr komisch, aber es kommt langsam. Also es wandelt sich, weil es auch einfach mehr Beispiele gibt von Unternehmen, die sich dann doch eben wagen und sagen, wir machen das aber auf eine elegante Art und Weise und nicht so ja hip, jung, irgendwie laut, ja. Wie das vielleicht dann andere Marken tun. Ah, das ist natürlich auch ein sehr, sehr schönen LinkedIn-Beitrag dazu beschrieben, dass Personal Branding nicht immer laut sein muss. Ja. Das muss ja zum Unternehmen und zur Person passen. Mhm. Sehr schöner Take. Boah, du liest meine Beiträge. Zumindest Überschriften. Nein, natürlich habe ich abonniert. Cool. Und lese alles durch. Mehrmals, um den Algorithmus anzufeuern. Das ist wie früher bei auf Insta, wenn jemand da dich liked, ist die Mutti. Ich habe ein Like. Oh, das Mutti, okay. Liebe Zuhörer, wenn jemand zu euch sagt, ist wie früher auf Insta, dann wisst ihr auch schon, mit wem ihr es zu tun habt. Meine Mama folgt mir auf Insta. Für uns muss ein Satz anfangen, ist wie früher auf Facebook. Ja, okay. Wer ist denn heute noch auf Facebook? Ja, heute keiner mehr. Ich habe gehört, mittlerweile gibt es schon mehr tote Menschen auf Facebook, also mehr tote Accounts als lebendige. What? Kein Mist, ja. Was ist das denn für eine Statistik? Mhm. Also ich kann es nicht verifizieren, aber habe ich jetzt vor kurzem gehört. Okay, schönes Halloween-Thema. Ja. Tote Accounts auf Facebook. Auf LinkedIn Gott sei Dank nicht so. Apropos, aktuelle Zahlen von LinkedIn. Mittlerweile gibt es 980 Millionen Mitglieder weltweit. Vermutlich auch nicht alle lebendig, auch ein paar Tote dabei. Aber auf jeden Fall gewachsen von 930 von Ende 2021. Also großes Wachstum, insbesondere in Indien, aber auch in angelsächsischen Ländern und auch in Deutschland haben wir 1 Million mehr bekommen in diesem Zeitraum. Und sind jetzt bei 22 Millionen? Ja. Im Dachraum? Ja. Okay. Sehr schöner Schwenk. Ja, genau. Wir kommen wieder zurück. Zu Corporate Influencer. Genau. Dritter Vorteil und letzter Vorteil würde ich noch sagen, sowohl für Top-Manager als auch für die anderen, Anschieben der Karriere. Ich habe nämlich eine Wirkung nach innen, ich habe eine Wirkung nach außen und wenn ich bekannt sein möchte für meine Expertise, dann muss ich halt auch was tun. Dann muss ich in die Öffentlichkeit gehen und muss auch sichtbar werden. Und da kann mir natürlich auch LinkedIn dabei helfen. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den du gerade schon ansprichst und das versuchen wir bei jedem Corporate Influencer-Programm auch immer und immer wieder den Leuten aufzuzeigen. Beim Corporate Influencer-Programm geht es nicht darum, dass nur das Unternehmen die Vorteile hat, sondern dass die Corporate Influencer auch genauso Vorteile mitnehmen. Also es soll nicht so sein, dass die Unternehmen jetzt zu den Mitarbeitern hingehen und sagen, oh, könntet ihr bitte mal hier aktiv sein und so, das brauchen wir voll für unser Employer Branding. Sorry, aber so gewinnt ihr die Leute nicht. Ne? Ihr müsst ihnen schon noch aufzeigen, welche Vorteile das für sie hat. Ja. Und wir sehen einfach bei den vielen Corporate Influencer-Programmen, die wir machen, dass die Mitarbeiter, die aktiv sind, da auch sehr viele Benefits für sich rausziehen, für das Unternehmen und für sich. Und das ist dann der Best Case. Also beispielsweise, die Mitarbeiter werden eingeladen, um in Panels zu sprechen, in Keynotes zu sprechen, zu ihrem Fachthema. Und gleichzeitig wird dadurch auch die Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkeit positiv beeinflusst. Ja, schon ein kleines Preview auf deine nächste Folge tatsächlich. Trotzdem kann es ja aber sein, dass auch ein Corporate Influencer, selbst wenn er unterstützt wird vom Unternehmen, auch mal eben jenes Unternehmen verlässt. Yes. Düdüm. Kommt das häufig vor? Könnte man meinen, es ist sicherlich auch eine Fragestellung für viele Entscheider, die über ein Corporate-Influencer-Programm entscheiden müssen. Denn
die Mitarbeiter sind ja dann vermeintlich mehr sichtbar. Mhm. Und wer deren Schlussfolgerung ist, wer mehr sichtbar ist, da ist auch das Risiko höher, dass er oder sie abgeworben wird. Marina, siehst du das auch so? Also, dass Corporate Influencer irgendwann das Unternehmen verlassen, das kommt natürlich vor, aber dass sie das Unternehmen nur deswegen verlassen, weil sie jetzt mehr Sichtbarkeit, weil sie exponierter sind und weil dann die Headhunter auf sie zukommen oder Recruiter und sagen, oh, du hast du Bock, so funktioniert das nicht. Also da muss man sich ja anschauen, warum die Menschen eigentlich in Unternehmen wechseln. Und so die reine Sichtbarkeit, die reine Opportunität ist da sicherlich nicht der Fall. Beziehungsweise die so, sichtbar sind sie eh schon, die haben mir meistens schon ein LinkedIn-Profil und findige Headhunter und Recruiter finden die sowieso. Auch von schon daher, vor LinkedIn. Auch schon vor ihren Anfängen als ja. Corporate Influencer, wo sie angefangen haben zu posten. Das heißt, die meisten verlassen das Unternehmen tatsächlich, weil sie sagen, entweder ich sehe hier keine Entwicklungsmöglichkeit oder Führungskraft passt nicht, Kultur passt nicht oder ich habe tatsächlich hier etwas gefunden, wo ich glaube, ich mich mehr ja, verwirklichen kann, wachsen kann, besseres Gehalt, wie auch immer. Oder ich fühle mich nicht gewertschätzt. Und was aber auf der anderen Seite dagegen spricht, und das fasst du immer so schön zusammen, ist ja auch das Thema... Ach, du hörst mir zu? Ja, oh. Manchmal. Kontinuität und Integrität. Führ das mal aus. Yes, ma'am. Also dahinter liegt wirklich die Idee der Konsistenz. Ich glaube, Robert Cialdini hätte das sehr populär gemacht, dass wir Menschen dahin bestrebt sind, das zu tun, was wir sagen. Das heißt, wenn wir A sagen, machen wir auch B. Für die Corporate Influencer heißt das, wenn ich Tag ein, Tag aus sage, wie toll mein Unternehmen ist, wie glücklich ich hier bin, wie super meine Kollegen sind, dann würde es mir selber schwerfallen, mich zu, in Anführungszeichen, zu verraten, um dann das Unternehmen zu wechseln, um in 2 Wochen zu sagen, Mensch, wie toll das neue Unternehmen doch ist und wie super die Mitarbeiter. Deswegen ist, ich kann es nicht mit Daten beweisen natürlich, aber liegt die Vermutung nahe, dass tatsächlich Corporate Influencer sogar eher geneigt sind, beim Unternehmen zu bleiben. Ja. Zumal das auch mit ordentlich Stress verbunden ist tatsächlich, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, wenn der oder die Influencerin dann den Abschied verkündet, wie man dann so eine schöne Transition macht. Eine Sache vielleicht noch an der Stelle, ist noch ein Risiko ist ein bisschen, du hast es vorhin genannt, gerade wenn ich ein Top-Vorstand bin, Top-Manager bin, und ich bin der einzige Corporate Influencer, ich bin das einzige Sprachrohr für das Unternehmen und diese Person geht dann, ja, dann ist echt doof, weil dann hast du niemand anderen. Ja, deswegen rate ich den Unternehmen meistens auch nicht, also in Anführungszeichen Sonnenkönige aufzubauen, die dann alleine im Top-Management das Unternehmen repräsentieren, sondern idealerweise hat man beispielsweise CEO, CHRO, CMO und so weiter, die alle jeweils Sprachrohr sind. Natürlich nur diejenigen, die auch wirklich Commitment dazu mitbringen und auch wollen. Aber dann kann man eben wunderbar auch verschiedene Themen beackern. Also beispielsweise ein Chief People Officer kann eben wunderbar eingehen auf das Thema Employer Brand HR im Unternehmen, auf diese Strategie. Ein CEO hat dann den gesamtwirtschaftlichen Blick. Ein CFO natürlich auch nochmal eine andere Perspektive. Und dann ergibt sich wirklich ein schönes Orchester, was idealerweise zusammenspielt und auf eine Mission, auf eine Message sozusagen einzahlt, aber verschiedene Perspektiven. Und das ist sehr wichtig. Und wenn dann eine Person geht, dann ja, schade natürlich, aber, oder auch nicht, je nachdem, aber dann bricht nicht sofort die ganze Corporate Influencer-Strategie ein. Ja. Und deswegen auch gerne diese Last, die Bürde der Kommunikation auf mehrere Schultern verteilen, wie du es gesagt hast. Das heißt auch nicht nur Management, sondern eben auch Experten und Mitarbeiter mitnehmen. Das Schöne hier ist, wenn Top-Manager aktiv sind auf Social Media, können sie als Vorbild hervorragend funktionieren. Denn dann wissen auch die anderen, die in Anführungszeichen unter ihnen stehen in der Hierarchie, ja, ich kann mich hier bewegen, ich kann kommunizieren, es ist nicht alles super duper perfekt, aber es wird vom Unternehmen wirklich gewollt und ich erfahre hier die von dir genannte Wertschätzung und Unterstützung. Richtig. Und es hat auch nochmal eine ganz andere Wirkung nach innen, einfach was die Themen angeht. Ja. Also ich habe schon öfter Vorstände sagen hören, Mensch,
Seitdem ich bestimmtes Thema auf LinkedIn poste, wird das gefühlt irgendwie wirklich mehr im Unternehmen auch gelebt, umgesetzt und ernster genommen. Cool. Weil ich das eben nicht nur in Anführungszeichen intern kommuniziere, sondern nach außen. Und wenn ich es auch noch nach außen kommuniziere, dann habe ich da anscheinend wirklich eine Absicht dahinter. Also es ist das wirklich, Commitment ist höher dann in dem das Moment. Das Commitment ist höher, ja. Genau. Und deswegen kann das tatsächlich, also das ist immer so spannend, dass die Leute sagen, ja, und wir müssen auf LinkedIn, wir kommunizieren mit der ganzen Welt, also was können wir da draußen erreichen? Aber wenn man auf LinkedIn aktiv ist, hat das immer auch eine Wirkung nach innen. Und die muss man immer, ja. immer mitbedenken. Super Punkt. Und auch hier, ich weiß, ich sage es öfter mal, aber auch hier gilt, die wichtigste Metrik für deine LinkedIn-Aktivitäten ist nicht auf LinkedIn, sondern ist in der Kaffeeküche, ist im Flur, ist bei den Kollegen und Kolleginnen oder in dem Fall den Mitarbeitern. Also niemals diese Wirkung nach innen unterschätzen. Das ja. Ist ein großer Hebel tatsächlich, aufgrund dieses Commitments. Ja. So, Marina, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier einen Top-Manager von, sagen wir mal, Stadtsalat. Liebe Kuhs, oder war mit Mittagessen, war lecker. Und dieser Top-Manager geht jetzt zu Dean und David zum Wettbewerb. Was Schön. Sollte dann passieren? Wie kann man diese Transition möglichst entspannt, elegant, souverän meistern? Verschiedene Aspekte, die hier zusammen... Das ist schon ein krasses Beispiel. Von Stadtsalat zu Dean und David. Wow. Wow. Okay. Also es gibt einmal zwei Kommunikationsstränge. Einmal der Strang, was kommuniziere ich selber als Vorstand über meinen LinkedIn-Account. Wir bleiben jetzt mal bei LinkedIn. Mhm. Das zweite ist... Was kommuniziert das Unternehmen? Dann haben wir natürlich noch eine Ebene 3. Was kommuniziert die Presse? Das hat man mal mehr, mal weniger im, ja, im Griff sozusagen. Idealerweise mehr im Griff als weniger. Und vielleicht auch noch andere, Entschuldigung, aber auch noch andere Menschen, die über dich berichten. Je nachdem, ja. wie berühmt oder in welcher Marktsituation dieser Mensch ist, der das Unternehmen wechselt, gibt es ja auch noch so Nasen wie uns zum Beispiel, die vielleicht darüber mal kommentieren. Und das ist ja auch dann mitbilden. Nervig. Ja, sorry. Genau, das stimmt. Das ist dann nochmal Ebene 4, also im Grunde externe. Und was ich wirklich nur raten kann, ist, sich wirklich gut abzustimmen. Also was ist die Story? Mhm. Wie kommuniziert das Unternehmen? Wie kommuniziere ich das? Das ist im Endeffekt Reputation. Das ist eine der wichtigsten Assets, die ich als Person habe, meine Reputation, gerade als Wissensarbeiter. Als jemand, der nicht einfach irgendetwas produziert, keine Ahnung, schöne Goldringe oder so und dann die Arbeit sichtbar macht, sondern meine Reputation ist unfassbar wichtig als Wissensarbeiter. Und deswegen muss ich da sehr genau überlegen, wie kommuniziere ich dieses Ausscheiden auf beiden Seiten, wer macht was. Und das ist zum Teil auch Verhandlungssache. Und wann? Also und auch wann? Hier, wer ist denn im Lead? Also gibt es, man sieht es ganz häufig bei... Tatsächlich, wenn Fußballtrainer oder größere Fußballer den Club wechseln, wer kommuniziert denn den Abschied zuerst? Mhm. Und das sollte idealerweise der Club sein, bevor es der Spieler macht. Hier ist es quasi ähnlich. Also es ist komisch, wenn zuerst dann der Manager sagt, so, ich gehe jetzt mal rüber zu Dean und David und das Unternehmen dann irgendwie eine Woche später nachzieht. Ja, das ist unglücklich. Ja. Also idealerweise gehen beide einen einheitlichen, einen abgestimmten Weg. Das ist wichtig. Und was danach folgt, ist natürlich auch die Frage nach der Positionierung. Ne? Mhm. Also wenn wir anfangen, mit Vorständen zu arbeiten, ist das Erste, was wir machen, immer erstmal eine Analyse und eine Positionierung. Also wofür möchtest du denn stehen? Welche Themen kannst du vertreten? Und da empfehlen wir nicht einfach nur, sich die Corporate-Marke überzustülpen und zu sagen, ach wunderbar, jetzt bin ich bei Rewe, jetzt habe ich einen roten Hut auf, dann gehe ich zu Lidl, dann habe ich einen blauen Hut auf, sondern dass man eigene Themen als Person mit einbringt, weil nur dann wird es glaubhaft. Mhm. Wenn du nicht eigene Themen vertrittst, die natürlich einen guten Match haben sollten mit zu dem Unternehmen, ganz ja. klar. Aber wenn du so völlig auftrittst wie einfach nur eine, ja, Marionette. Wie eine Marionette oder eine Pressemitteilung, dann... Geh mal als Halloween als Pressemitteilung. Oh, schön. Dann ist es wirklich gruselig. Ja. Und deswegen ist es dann auch bei der Positionierung im neuen Unternehmen wichtig, okay, welchen roten Faden habe ich denn? Also idealerweise war ich vielleicht vorher bei der KfW, da war mir schon das Thema mit der Finanzierung die Zukunft gestalten wichtig. Mhm. Und wenn ich dann zu einem anderen Finanzhaus gehe, ist mir immer noch Finanzierung wichtig.
Und immer noch wichtig, damit Zukunft zu gestalten. Mhm. Wie muss man dann natürlich nochmal genauer jetzt in die Tiefe gehen, was es bedeutet. Aber da würde ich mir sehr genau überlegen, welche Themen in Anführungszeichen nehme ich mit. Und auch schon bei der Positionierung, bevor ich dann irgendwo anders hingehe, überlegen, was ist mein roter Faden? Also beispielsweise an Tina Müller, die jetzt von Douglas zu Veleda gegangen ist, würde mich sehr wundern, wenn sie nicht auch weiterhin über das Thema Female Leadership zum Beispiel schreibt, ja, oder Leadership an sich. Ja, weil es dann Inkonsistenz wäre. Richtig. Mach Ihnen folgender Fall. Ich bin jetzt in der Unternehmenskommunikation von einem Unternehmen, das du gerade genannt hast, oder Stadtsalat. Und jetzt geht der Mensch, den ich jetzt mit viel Mühe, Liebe und Energie und auch Geld vielleicht zu einer Personal Brand verholfen habe, und er geht jetzt dreisterweise zum Wettbewerber. Darf ich jetzt als Unternehmen bestimmen, was er auf seinem Profil schreibt oder wann er kommuniziert? Wer hat da die Hoheit darüber? Das ist also bei Corporate Influencern, bei einfachen Mitarbeitern wäre die Antwort sehr einfach, nämlich nein, denn das LinkedIn-Profil gehört dir als Mitarbeiter, nicht dem Unternehmen. Bei Vorständen ist es tatsächlich nochmal eine etwas andere Geschichte, nämlich dann, wenn für den Vorstand alles gemacht wird, nämlich die Unternehmenskommunikation alles gesteuert hat, weil der Vorstand vielleicht gesagt hat, ja, ich verstehe, warum ihr das machen wollt und ja, nutzt gerne meinen Account, aber ich möchte eigentlich so gut wie nichts damit zu tun haben. So, dann kann das schon durchaus sein, dass dann die Unternehmenskommunikation sagt, dann müssen wir hier mal tatsächlich schauen, wie wir das Ganze machen und so weiter. Und kann dann durchaus passieren, dass sie sagen, so, jetzt geben wir dir natürlich nicht mehr die Unterstützung und nicht mehr die Hilfe. Das heißt, kannst du schon mal selber schauen, wie dein Account hier, wie du jetzt mit deinem... Wir sagen nicht mehr dein Passwort. Du bist... Edge. Voll der fiese Trick. Okay. Top-Manager hassen diesen Trick. Nee, aber das passiert tatsächlich öfter bei Vorständen, dass du siehst, okay, die haben das Unternehmen gewechselt, ja, die waren im ehemaligen Unternehmen super aktiv, ja, und auf einmal gehen die zum neuen und da passiert einfach nichts mehr. Ne? Da siehst du dann schon, okay, das war offensichtlich nicht wirklich deren Werk, sondern da hat sich das Unternehmen gut gekümmert und das neue Unternehmen vielleicht nicht oder wollen es nicht oder wie auch immer, und dann passiert da nichts mehr. Machst halt auch eine Botschaft, wenn danach nichts mehr kommt. Das ist auch eine Botschaft, finde ich immer sehr, sehr schade, weil das auch einfach gewissermaßen auch Vertrauen einfach kostet. Plus, es ist ja auch echt diese zigtausende von Followern, die man womöglich hat. Das ist ja auch ein Riesennetzwerk, das dann einfach nicht weiter genutzt wird. Genau. Also das ist halt sehr, sehr schade. Nein, trotzdem, die Personal Brand würde ich immer schauen, dass sie mir gehört, dass die Reputation, das ist im Endeffekt genauso wichtig, wichtiger sogar, wie die Verhandlungen am Ende darüber, wie die Abfindung ist. Weil das ist etwas, das dich dein ganzes Karriereleben lang begleitet und das muss sehr, sehr strategisch gewählt sein. Und wenn ich wechsle und danach passiert dann nichts mehr, oder du kommunizierst halt sehr, sehr gut, warum du jetzt vielleicht einen Break machst oder warum du vielleicht erstmal nicht weitermachst, kann jetzt nicht Gründe haben, aber wenn da von jetzt auf gleich einfach nichts mehr passiert, ist das einfach keine gute Idee. Ja. Also sofern du nicht Vollzeit Corporate Influencer bist und das Thema in deinem Arbeitsvertrag drin ist, wird es dann in der Regel nicht erwähnt sein. Das heißt, dann sagst du bei der Abfindung, bei den Vertragsauflösungsgesprächen im Prinzip, dann kann das ein Thema sein. Was passiert denn jetzt mit dem Account eigentlich? Richtig. Und es gibt nicht wenige Vorstände, die zu uns kommen, die sind jetzt gerade im sogenannten Garden Leave. Was ist das spannend, dass ein Garden Leave? Ein Garden Leave ist, du hast schon gekündigt, du bist freigestellt und bis zum neuen Arbeitgeber sind es dann vielleicht noch ein paar Monate. Ach so. Wirst aber noch weiter bezahlt vom alten Arbeitgeber, das ist der sogenannte Garden Leave, weil du dich dann als Manager um deinen Garten kümmern darfst. Schön. Ne? So. Schön. Und in dieser Garden Leave-Zeit kommen nicht wenige Top-Manager zu uns und sagen, hey, beim alten Arbeitgeber wurde ich so ein bisschen unterstützt bei meiner Personal Brand, jetzt irgendwie gar nicht und ich brauche eine Positionierung, ich muss jetzt schauen, wie eigentlich meine Themen aussehen beim neuen Arbeitgeber. Und da fangen wir in dieser Zeit auch an, dann mit ihnen zu arbeiten, um diese Transition vernünftig zu gestalten. Idealerweise, ehrlicherweise schon bevor sie im Garden Leave sind, um auch diese Transition gut wir gehen raus, ja. diesen Leave gut zu gestalten. Aber auch bevor man dann bei dem neuen Arbeitgeber anfängt, ist es sehr wichtig, da eine gute Positionierung zu schaffen. Ja,
Also idealerweise absprechen, idealerweise auf Augenhöhe, sodass für beide Parteien dann elegant ist. Ein letzter Aspekt fällt mir noch ein bei dem Thema. Und das ist das Thema Netzwerk. Denn wenn ich als Unternehmen, als Ganzes jetzt, das Thema Corporate Influencer, sei es jetzt für Topmanager oder für Experten, fördere, dann sollte ich mich eben nicht abhängig machen von dem persönlichen Netzwerk oder dem LinkedIn-Netzwerk der Menschen, sondern auch immer wieder schauen, dass ich Menschen aus diesem Netzwerk für mein Unternehmen gewinne. Das heißt, dass ich regelmäßig auch wirklich Leads einsammle, auch immer wieder die Seite zum Beispiel bespiele auf LinkedIn, dass ich Webinare anbiete, dass ich öffentliche Events mache und ich als Unternehmen auch immer wieder deswegen vom Netzwerk meiner Corporate Influencer profitiere, damit das eben nicht einfach so verschwindet, wenn meine Corporate Influencer auch verschwinden. Also immer wieder schauen, wie kann ich hier beide Seiten bespielen. Und das ist in der Regel, wenn ich es ja auch fördere als Unternehmen, ist es ja auch fair. Ja. Weil dann haben die Corporate Influencer ja auch das Interesse daran, dem Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen. Ja. Und wie ist es denn bei einfachen Mitarbeitern, wenn sie das Unternehmen verlassen? Gibt es da irgendwas zu beachten? Ja, im Prinzip die Grundlagen sind dieselben. Also auch in Anführungszeichen einfache Mitarbeiter haben ja auch eine Personal Brand, haben ja auch einen Ruf und auch da möchte das gut kommuniziert werden. Es findet vielleicht ein bisschen weniger in der Presse statt. Dieser Level fällt dann, denke ich, weg. Aber trotzdem will man ja, es geht auch intern schon los. Wer sagt denn zuerst, wer gekündigt hat? Sag ich das als derjenige, der dann geht, der gekündigt hat? Oder sagt das das Unternehmen, also der Vorgesetzte? Da hofft man natürlich auf, dass das Vertrauensverhältnis gerade zu der Führungskraft so gut ist, dass wir genau auch vorher absprechen, was passiert denn eigentlich? Wer kommuniziert was wann? Und dann, ja, wenn ich auf LinkedIn oder an anderen Social-Media-Plattformen aktiv bin, kann ich auch sagen, so, Chef, wie ist es denn? Wie kommunizieren wir das denn da draußen in die weite Welt? Ist die Welt vielleicht nicht so weit wie bei anderen, aber trotzdem relevant. Und je nach Branche kann das auch einen ganz schönen Einschlag machen. Ja, und da kann ich wirklich nur an jeden Corporate Influencer auch die Empfehlung geben, nehmt das ernst. Hm. Also viele sagen, ach ja, Chef, egal welche E-Mail du schickst in die Abteilung, das passt schon. Nein, das ist euer Ruf, eure Reputation, auch die Art und Weise, wie ihr geht. Und zwischen den Zeilen werden die Leute trotzdem immer da so ein bisschen schauen, okay, wie hört sich das jetzt an? Und im Vergleich zu den anderen E-Mails, die die Führungskraft in der Vergangenheit bei solchen Abschied geschrieben hat, also nehmt das mit in die eigene Hand und hebt da auch die Hand, wenn ihr da irgendwelche Unstimmigkeiten seht, weil das ist sehr wichtig. Die Art und Weise, wie man sich verabschiedet, ist wichtig. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wenn ihr jetzt als Corporate Influencer vielleicht anfangt und euch eure Themen überlegt, bitte überlegt euch Themen, die auch über den Arbeitgeber hinaus Bestand haben. Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Ich meine, redet über Produkte und Services, ja, aber es kann eben nur eines von drei Themen sein. Ja. Also wie toll und schön und klasse die Events waren beim Arbeitgeber, ist nett. Aber wenn ihr nur dafür steht in eurem Netzwerk, A, wird das niemanden interessieren oder sehr wenige. Und B, wenn ihr da nicht eine persönliche Note, eure eigene Expertise mit reinbringt, eure eigenen Herzensthemen, wird es einfach euch sehr schwer fallen, dann wieder diese Repositionierung vorzunehmen, wenn ihr bei einem neuen Arbeitgeber seid. Genau. Deswegen bitte, bitte, bitte nicht nur quasi die netten Beiträge der Company Page liken, reshare und so weiter, sondern eine persönliche Note einbringen und dabei überlegen, was sind die Themen, die jetzt wirklich über Jahre wahrscheinlich Bestand haben. Genau. Das ist einer von vielen, vielen Tipps und Tricks, die wir dann in der kommenden Folge verraten werden, wenn es darum geht, wie kann ich Corporate Influencer Programme erfolgreich gestalten. Ja, Marina, ich würde sagen, wir haben alles Wichtigste besprochen. Wenn dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, noch was dazu einfällt, dann schreib es uns gerne auf LinkedIn. Mach auch gerne einen, wenn du magst, einen Beitrag aus dieser Episode und sag uns in der Welt da draußen, was dir gefallen hat, was du hoffentlich gelernt hast. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne wünschen wir dir, Halloween war jetzt schon, wenn du das hörst, wünschen wir dir einen schönen Herbst, eine schöne Vorweihnachtszeit. Gib nochmal Gas für Q4. Und wir freuen uns auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao. Adios.